Ein Zirkus zieht um. Vom Residenzschloss in Ludwigsburg in nur 5 Tagen ans Donauufer in Linz. Das wird doch sehr, sehr eng werden. Direkt nach der letzten Vorstellung. Mega Stress beim Tribünenabbau. Machst du so, eine rein, dann 1, 2, 3. Und die Stühle packen mit den Füßen oben. Weiter, weiter, komm Kollegen, weiter. Der Abstellplatz der Zirkuswagen komplett zugeparkt. Das ist die Scheiße jetzt. Huckepack. Die Zirkuswagen müssen auf die Schiene. Autobahnverbot, besonders für Oldtimer. Dann wäre man gute 14 bis 16 Stunden unterwegs. Der Platz in Linz. Ein Hindernisparcours. Falschparker und andere Störenfriede. Wir haben ein Problem hier. Diese Stromkiste, die steht genau in den Weg. Einsturzgefahr. Schrecksekunde beim Aufstellen der Zeltmasten. Beim Hochziehen hat sich der Mast ein bisschen nach links geschoben. Hätte ich länger gewartet, dann wäre der ganze Mast umgekippt. Die Kuppel muss nach oben. Schufterei bei brütender Hitze. Weiter, Jungs, weiter. Noch ein Stück, komm. Noch 10 Meter. Und Risiko. Rangiermanöver mit dem Wagen der eigenen Ehefrau. Wenn ich da eine Beule reinfahre, dann habe ich heute einen kleinen Ehekrieg. Der Zirkus Roncalli, seit 40 Jahren Publikumsmagnet. Ein traditioneller Zirkus, der mit Ausnahme einer Dressurnummer mit Pferden auf Tiere verzichtet. Und vor allem auf außergewöhnliche und atemberaubende Akrobatik der rund 40 Artisten setzt. Mit seinem Programm Reise zum Regenbogen ist Roncalli auf Tour durch Deutschland und Österreich. In Ludwigsburg läuft die letzte Vorstellung. Danach geht es weiter ins österreichische Linz. Ludwigsburg. Zwischen Residenzschloss und blühendem Barock gastiert der Zirkus Roncalli jetzt seit 3,5 Wochen. Heute ist die letzte Vorstellung, bevor der große Umzug nach Österreich ansteht. Alle 1500 Karten sind verkauft, zu Preisen zwischen 15 und 72 Euro. Patrick Philadelphia ist der Sprechstallmeister des Zirkus. Er macht die Ansagen und erklärt den Zuschauern die Verhaltensregeln im Zelt. Das Rauchen gestatten wir Ihnen natürlich, aber bitte nicht hier im Zelt. Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß. Direkt nach seiner Ansprache beginnt für Patrick Philadelphia die harte Arbeit. Denn er hat eine Doppelfunktion. Ansager ist sozusagen nur sein Zweitjob. Als Betriebsleiter des Zirkus Roncalli trägt er auch die Verantwortung für den Umzug von einem Spielort zum nächsten. Bis zur Premiere im österreichischen Linz bleiben ihm nur 5 Tage. Also normalerweise habe ich ja noch ein paar Auftritte während der Vorstellung, aber die spare ich mir heute natürlich, weil wir natürlich so viele Sachen noch außerhalb der Manege zu tun haben, die ganz, ganz wichtig sind für den Abbau. Und deswegen ist das heute ein bisschen Priorität, sage ich mal. 19 Uhr. Die Zirkusuniform ist gegen Jeans und Poloshirt getauscht und los geht's. Während im Zelt noch die Vorstellung läuft, ist draußen Rangieren angesagt. Patrick Philadelphias Arbeitsplatz für die nächsten Tage ist zum Großteil der Sitz des Gabelstaplers. Zuerst schafft er alles zur Seite, was beim Rangieren im Weg steht, wie zum Beispiel die Blumenkübel. Patricks Umzugshelfer verladen unterdessen die Segmente des 350 Meter langen Außenzauns in einen Packwagen. Der geht dann, so wie die anderen 80 nostalgischen Wagen, dann eben zum Bahnhof. Und da wiederum werden dann diese nostalgischen Wagen auf Bahnwaggons geladen. Das ist dann wieder eine andere Abteilung, die das macht. Und wir versuchen jetzt natürlich auch im Zeitplan so weit zu gehen, dass wir dann, sage ich mal, bis nach der Vorstellung das abbauen können, was das Publikum nicht stört. Und dazu gehören auch einige Vorzelte, die Zeltmeister Michele Rossi mit seiner Truppe jetzt abbaut. Bis zum Ende der Vorstellung in 2 Stunden müssen sie weg sein. Patrick Philadelphia lässt sich unterdessen die ersten 2 Zirkuswagen anhängen.
Vorsicht ist geboten, denn die Anhänger stammen zum Teil aus den 40er Jahren, sind alle liebevoll restauriert und mit Geld nicht aufzuwiegen. Mit den Wagen im Schlepptau geht es quer durchs blühende Barock, der ältesten Dauergartenschau Deutschlands, die jedes Jahr rund eine 500.000 Besucher anlockt. Hinter dem Gelände stellt Patrick Philadelphia die Anhänger ab, bevor sie später zum Verladebahnhof transportiert werden. Das Problem dabei, auf der Nebenstraße stehen überall Autos. Wir haben jetzt natürlich hier abgesperrt ab 21 Uhr. Aber jetzt parken die noch, weil hier im Schlosshof ist noch ein großes Konzert. Aber ab 9 Uhr muss hier alles weg sein, weil ich brauche die ganzen Abstellflächen für die Wagen, die dann vom Gelände runtergefahren werden. Da kommt schon der erste Autofahrer, den Patrick Philadelphia zugeparkt hat. Das ist die Scheiße jetzt. Einzige Lösung, rangieren und immer wieder Autos ausparken lassen. Den nächsten Zirkuswagen stellt der Betriebsleiter direkt vors Zelt. Das ist der Parkwagen für die Galerielogen der rechten Seite. Und wir fahren die Wagen immer sehr, sehr nah dran, sodass die Leute nachher das nicht so weit schleppen müssen. Deswegen müssen die immer relativ nah am Geschehen sein, dass das nicht so lange dauert. Fuhrparkleiter Manfred Hase checkt gerade die Reifen eines ganz alten Schätzchens. Es ist ein Berner, ein Klein-LKW aus der Schweiz, Baujahr 1936. Das ist unser ältestes Stück, was wir auf der Tour mit haben. Und somit muss man da auch pfleglich mit umgehen. Der Oldtimer wird auch mit dem Zug nach Linz transportiert. Autobahn wäre ein bisschen schwierig, weil einfach die Geschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit ist 65. Ich darf damit auch auf der Autobahn fahren, aber eben halt 65 ist empty. Also dann wären wir nach Linz, ja, gute 14 bis 16 Stunden unterwegs. Und ich glaube, für den Fahrer wäre das auch nicht so prickelnd. Und wahrscheinlich auch nicht für die Umwelt und andere Verkehrsteilnehmer. Denn der Dieselmotor des Oldtimers entwickelt mächtig Qualm. Kurzfristig wird das blühende Barock zum stinkenden Barock. Patrick Philadelphia hat schon wieder den nächsten Zirkuswagen am Haken. Der Abtransport muss jetzt Schlag auf Schlag gehen, denn der Countdown läuft. Noch 120 Stunden bis zur Premiere in Linz. Wir haben heute gesehen, dass es doch sehr problematisch ist, hier in diesem Park die Wagen zu rangieren. Und das dauert auch alles sehr, sehr viel Zeit. Deswegen sind wir auch froh, dass wir in Linz schon so weit vorgearbeitet haben, weil das wird doch sehr, sehr eng werden. Rückblende. Linz in Österreich. Bereits 10 Tage vor der Premiere beginnen am neuen Spielort die ersten Vorbereitungen. Roncalli besitzt 2 Hauptzelte. Das eine steht noch in Ludwigsburg, das andere wird hier aufgebaut. Anders wäre der Umzug zeitlich nicht zu schaffen. Es ist 11 Uhr morgens. Eigentlich sollten die Aufbauarbeiten schon in vollem Gange sein, aber Zeltmeister Michele Rossi hat ein Problem. Die Autos sind ein Problem. Wir hätten nicht gedacht, dass so viele hier parken. Wir haben ja extra Bauzäune hingestellt. Und heute Morgen müssen wir ausmessen, wo die Hauptmasten hinkommen. Und das geht natürlich nicht, wenn die Autos hier parken. Eine weitere halbe Stunde geht ins Land, bis endlich die Abschleppwagen kommen. Insgesamt 10 Autos müssen weg. Die meisten, wie dieser Porsche Cayenne aus Großbritannien, gehören ausländischen Touristen, die wahrscheinlich geglaubt haben, hier einen kostenlosen Abstellplatz für ein paar Tage gefunden zu haben. Anspringende Alarmanlagen ignorieren die Abschlepper einfach. Doch der schlecht ausgesuchte Parkplatz wird sich für die Besitzer der Fahrzeuge im Nachhinein als teuer erweisen. 215 Euro kostet das Abschleppen pro Wagen. Jetzt können die Männer endlich mit dem Aufbau beginnen. Ein LKW mit einer Ladung Stahl kommt an. Betriebsleiter Patrick Philadelphia übernimmt das Entladen. Naja, also hier auf diesem Platz ist es grundsätzlich verboten, irgendwelche Erdnägel in den Boden zu schlagen. Das heißt also, wir müssen mit Eisengewichten arbeiten, um eben die Sicherung des Zeltes zu gewährleisten. Und wir haben hier in Linz eigentlich sehr, sehr viel Glück, denn hier gibt es diese große Eisenfabrik und die liefern uns dann jetzt immer solche Eisenbrammen, die immer von zwischen 0,8 und 3,2 Tonnen schwer sind.
Und wir bearbeiten die jetzt hier. Wir müssen da Ösen draufschweißen, sodass wir unser Zelt auch da befestigen können. Fuhrparkleiter Manfred Hase muss die Ösen anschweißen, an die später die Abspannseile des Zeltes kommen. Pro Öse setzt er eine 40 cm lange Schweißnaht. Und das 600 Mal. Eine im wahrsten Sinne des Wortes schweißtreibende Arbeit. Bei Außentemperaturen von fast 30 Grad. Nachdem die Abschlepper den 15.000 Quadratmeter großen Platz freigeräumt haben, beginnt Zeltmeister Michele Rossi endlich mit seiner Arbeit. Schritt 1, ausmessen. Er legt fest, wo die Hauptmasten des Zeltes sowie die Gewichte mit den Ösen zum Abspannen hin sollen. Einen Aufbauplan braucht er dazu nicht. Nach 7 Jahren bei Roncalli hat er die Maße im Kopf. Wir messen da bei der Mitte hier 26 Meter. Und hier kommen jetzt die erste Block hier von der Absegel und von dem Mast. Hier vorne. Natürlich muss ich aufpassen, die Finger, da ist 3 Tonnen was. Ganz aufpassen. Okay, lass mal langsam runter. Natürlich kommen 2 Stücke obendrauf mehr. So hast du fast 9 Tonnen oder was. Die Fundamente der 4 Zelthauptmasten stehen jetzt am richtigen Platz. Die Männer befestigen die Masten später mit Drahtseilen an den Gewichten. Die falsch geparkten Autos sind zwar weg, aber es gibt noch ein weiteres Hindernis. Diese Stromkiste, die steht genau in den Weg. Und hier kommt genau die Tribüne. Und dann, wir müssen richtig messen und passen genau unten die Tribüne. Sonst wäre aber ein riesiges Problem hier. So 9 Meter, hier kommt die Bock von der Tribüne. 1 Meter und 50 hoch. Normalerweise passt. Hier einfach die Tribüne so und dann die geht gerade bis die Manege. Wo steht die jetzt diese Drahtseil da am Boden? Ich denke, passt. Es ist ein bisschen Risiko, weil du weißt nichts, wie dreht die Zelt, weißt du? Aber ich denke, normalerweise passt. Gut. Michele Rossis Mitarbeiter stecken die 15 Meter hohen Hauptmasten zusammen. Die einzelnen Segmente, je 2 pro Mast, bestehen aus feuerverzinktem V2A-Stahl und wiegen jeweils rund 600 Kilo. An den Spitzen der Masten befestigen die Aufbauhelfer die Drahtseile zum Abspannen und die Seile, die die Masten oben miteinander verbinden. An den Umlenkrollen ziehen sie später die Zeltplane hoch. Jetzt können die Masten gleich mit Hilfe des Staplers aufgerichtet werden. Und das ist nicht ganz einfach. Hier ist natürlich das größere Problem. Normalerweise sind diese 4 Masten mit diesen Füßen in den Boden verankert. Da wir hier aber keine Anker schlagen können, haben wir das jetzt so gelöst, dass praktisch die Platten miteinander verbunden sind und dann an diesen Gewichten befestigt sind. Das heißt also, wir hoffen, dass sie sich jetzt gleich beim Hochziehen nicht bewegen. Naja, es kann natürlich passieren, dass sich ein Mast unten wegdreht oder sowas. Wir hoffen das nicht, aber normalerweise nach der Rechnung müsste das so funktionieren. Das Seil zum Hochziehen läuft durch eine Umlenkrolle. Die Aufbauhelfer befestigen es am Stapler. Okay. Patrick Philadelphia zieht die Masten hoch, während er zwischen ihnen hindurchfährt. Plötzlich Stopp. Ein Stützbock der Masten hat sich in den Drahtseilen verfangen und muss weg. Erst dann kann das Aufstellen weitergehen. Geschafft. Allerdings mit einem kleinen Schönheitsfehler. Beim Hochziehen hat sich der Mast ein bisschen nach links geschoben. Hätte ich länger gewartet, dann wäre der ganze Mast vielleicht umgekippt. Deswegen habe ich gleich wieder Gas gegeben, dann ist er gleich wieder gerade gekommen. Das war so ein blöder Moment. Aber ein bisschen hoch und kippt nach vorne. Gut. Wir heben jetzt den Mast noch mal an, um eben das Gummi und den Mast genau zu verbinden und genau dahin, wo er auch muss. Weil jetzt steht er ungefähr 30 cm zurück. Langsam, hoch, hoch.
Weiter. Weiter. Stopp. Stopp. Gut, so runter. Ist gerade, Paolo? Gerade, ja. Runter. Okay. Das ist hier immer schon eine sehr spezielle Prozedur, die Masten hochziehen. Wenn die erstmal stehen, dann ist man natürlich erleichtert. Wir hängen auch ein bisschen in der Zeit, muss man auch dazu sagen. Aber ich hoffe, dass wir das heute Abend noch mal mit 2-3 Stunden mehr dann wieder rausholen. Aber sonst ist alles soweit okay erstmal. Aber auch nur erstmal. Denn beim Abspannen der Masten mit Hilfe von Greifzügen passiert schon das nächste Malheur. Eine Halteöse reißt ab. Punch! Hier, siehst du? Hier war riesige Schweiße hier unten, aber trotzdem ist es abgebrochen. Aber Gott sei Dank, die Masse steht, bleibt noch. Patrick Philadelphia holt die drei Gewichte ab und bringt sie nochmal zum Schweißen. Der Fuhrparkleiter weist alle Schuld von sich. Ich muss mir nicht anhören, ich habe einen Frust gemacht. Weil das ist ein alter Haken, der dran gesessen hat, aber dementsprechend unten schon angerissen war, das man gesehen hat. Aber erst nach dem Abriss. Ansonsten. Und dann ist der hochgebogen worden und dann ist er abgerissen. Passiert schon mal, aber kann man nicht ändern. Knapp 5 Minuten braucht er. Dann ist die neue Öse dran. Die letzte Aktion des heutigen Aufbautages? Das Roncalli-Leuchtschild anbringen. Per Seilzug und natürlich gerade. Mario, warte mal ein bisschen. Marine, weiter. Das Tagesziel ist erreicht. Die Hauptmasten stehen, sind abgespannt und das Roncalli-Schild hängt dazwischen. Jetzt befestigt Michele Rossi nur noch das Sicherungsseil. Basta. Finita la commedia. Fertig. Der nächste Morgen. Vor den Aufbauarbeitern liegt ein weiterer harter Tag. Am Abend soll hier am Urfahraner Markt in Linz auch der Rest des Hauptzeltes stehen. Das Herzstück ist die Kuppel. Dessen Mittelteil packt Zeltmeister Michele Rossi mit seinen Helfern jetzt aus. Doch oben an der Spitze hakt die Schutzplane. Marine, gib mir einen Pumpstange hier, bitteschön. An das knapp 700 Kilo schwere Mittelteil der Kuppel bringen die Aufbauhelfer jetzt sternförmig Ausleger an und sichern sie mit Bolzen. Zwischen die Ausleger montieren die Männer die Randelemente der Kuppel. Jedes von ihnen wiegt 90 Kilo. Das Aufbauteam arbeitet in 2 Trupps und trifft sich schließlich in der Mitte. Der kritische Moment kommt mit dem letzten Verbindungsstück. Das will einfach nicht passen. Warte, geh mal raus hier. Raus, raus, raus. Mach mal da drin. Mach mal da drin so. Ja, zieh mal ein bisschen, zieh. Mit Feingefühl ist hier nichts mehr zu holen. Michele Rossi greift zur Brechstange. Nein. Versuch mal beide Teile da drin. Beide. Halten da in die Mitte. Halten in die Mitte. Und okay, jetzt drücken. Jetzt. Versuch. Da, Ascha, vai. Jetzt. Okay, jetzt. Drücken, drücken. Hier. Ja, jetzt. Manchmal was passiert, wenn die Platz ist nicht so gerade, weißt du, manchmal so ein paar Millimeter so und dann kriegst du nichts drin, die letzte Teile. Aber jetzt ist schon drin. Wir haben geschafft. Okay, gut. Traverse, ganze Traverse, dai. Traverse mit die kleinen Bolzen. Die Traversen sind Querstreben, die dem insgesamt 3 Tonnen schweren Kuppelgerüst am Ende die notwendige Verwindungssteifigkeit verleihen. Abrollen, abrollen, weiter. Fehlt noch die Plane über dem Gerüst. Dann ziehen die Männer die Kuppel hoch. Mit Drahtseilen, die über Umlenkrollen am Mast durch Greifzüge laufen. Die Zirkuskuppel wird auf 1,20 Meter angehoben. Dann können die Männer innen die Plane mit Spanngurten stramm ziehen. Fertig ist die Kuppel. Jetzt kommen Schutzplanen rundherum auf den Asphalt des Platzes. Also diesen abwaschbar. Und es ist auch mal ganz wichtig, dass das richtige Zelt nicht direkt auf den Boden kommt. Und das wird jetzt ausgebreitet und dann kommt das richtige Zelt oben drauf. Das Dach des Hauptzeltes besteht aus 4 riesigen, viertelkreisförmigen Zeltplanen. Sie wiegen jeweils rund 700 Kilo. Allee, hopp.
Alle ab! Alle bisschen, gut, okay. Wenn die Planen ganz ausgebreitet sind, ziehen die Männer die inneren Enden unter die Kuppel. Das ist Schwerstarbeit, ebenso wie das Einhängen der Stahlseile in die Haken. Weiter, 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 weiter! Nachdem alle vier Planen an der Kuppel hängen, verbindet sie der Aufbautrupp miteinander, damit das Dach dicht ist. Und dafür gibt es ein ganz einfaches System. Hier bei einem Teil hast du diese Lok und die anderen Teile hast du diese Stricke. Theoretisch machst du die Stricke hier in eine von den Lok hier, so. Dann ziehst du hier so zusammen. Dann mit der einen Stricke passt du in die Lok von der anderen Stricke und dann richtig Spannung hier unten und dann ist es richtig fest. Und dann die beiden Zelte die halt zusammen so. So genial simpel diese Methode ist, so zeitaufwendig ist sie auch. 15 Mann brauchen dafür mehr als 1,5 Stunden. Und das bei sengender Hitze, ohne jeglichen Schatten. Besser Eis wie Regen, ne? Sonst wenn Regen hast du ein Problem. Ne? Wenn ziehst du oben die ganze Stange, hier kommt wie ein Schwimmbad hier. Das ist auch gefährlich für die Zelte, die kann auch kommen abgerissen, weißt du? Jetzt setzt Michele Rossi die erste Stange am Zeltaußenrand. Um einen besseren Zugwinkel zu haben, läuft das Drahtseil über einen Umlenkstutzen. Mit einem Greifzug, der eine Belastung bis zu 1,6 Tonnen aushält, spannen die Arbeiter das Seil, bis der Mast genau gerade steht. Weiter. Weiter. Gut. Nachdem alle Eckstangen gesetzt sind, kommen die Zwischenstangen dran. Das Problem dabei, beim Hochdrücken einer Stange könnte eine andere wieder umfallen und die Arbeiter treffen. Um das zu verhindern, werden die Stangen mit einem Seil gesichert, das oben an der Zeltplanenöse befestigt ist. Diese gelbe Linie ist die richtige Position. Die Stange muss bleiben 1 Meter unter die Linie. Und dann, wenn die Zelte ganz oben, wir spannen schon wieder die Stricke ganz stark und dann mit dem Stabler holen du diese Platte hier, wir holen die Platte und wir stellen hier in die richtige Position. Dann bewegst du nichts mehr, der hat viel Kraft, weißt du? Gut. Okay, komm eine mit, muss festhalten die Stricke, komm. Machst du so durch die Stricke und dann spannen so und dann muss Tempo mit den Leuten. Noch eins, noch zwei, noch drei. Und jetzt passt du die Stricke oben drauf so. Und halten du mit die an so, sonst die rutschen weg schon wieder. Dann machst du dieses Stück hier drin, ziehst du schon wieder und hast du diese Position hier. Und dann machst du eine Klute hier oben drauf. So. Dann ziehst du ganz hier unten, noch eine Versicherung. Und das ist fest. Das ist in Ordnung. Gut, nächste. Wieder arbeiten die Männer in zwei Trupps, damit das Zelt exakt in Position bleibt und es kein Problem gibt mit der Gradin. Das ist der Zirkusausdruck für Tribüne. Ich muss aufpassen, wenn ich gezogen so viele dann, dann passt nichts mehr die Gradin und dann wir haben meine Probleme. So muss ungefähr immer, muss diese Punkte hier muss bleiben genau bei dieser gelben Linie. Und die Kollegen auch, ich hoffe, die mag das selber bei anderer Seite. Nach 6 Stunden Aufbau ist das Zelt so weit aufgestellt, dass die Männer die Kuppel mit den Dachplanen nach oben ziehen können. Je 3 Mann pumpen an den 4 Greifzügen, die jeweils 3 Tonnen Last aushalten. Warten! Warte, stopp! Diese 2, stopp! Diese 2 müssen gehen oben. Die Kuppel steht ganz so schräg. Immer weiter mit den 2 hier. Warte mit diesen 2 hier. Wird die Schräglage zu groß, kann alles einstürzen. Weiter, weiter. Das ist eine richtige Fitness, weißt du? Brauchst du keine Fitnessabonnement. Oben, runter. Weiter. Warte, kurzer Moment. Warte mal. Ja, okay, weiter, alles 4 zusammen. Na, komm. Okay, da weiter, Jungs, weiter. Noch ein Stück, komm. Noch 10 Meter. Weiter, weiter, weiter. Die Männer von Zeltmeister Michele Rossi sind am Ende. Die letzten 50 Zentimeter werden zur Qual. Dann ist es geschafft. Jetzt ich habe ein bisschen weniger Leute. Normalerweise ich mag mal so 6 Leute pro Pumpe. Jetzt sind sie da 3.
so die Alpe. Dann war ein bisschen mehr schwierig. Und ja, natürlich heute ist ein bisschen heiß, aber wir haben geschafft. Wie immer. Super. Zwei harte Tage Aufbau in Linz liegen hinter den Männern des Vorauskommandos. Dennoch ist erst ein kleiner Teil der Arbeit vollbracht. Der wirkliche Stress beginnt, wenn der große Umzugstross eintrifft. Mit allem, was jetzt noch im schwäbischen Ludwigsburg steht. Hier läuft immer noch die Abschlussvorstellung des Zirkus Roncalli. Typisch für den Zirkus ist der Mix aus Komik und kunstvoll inszenierter, atemberaubender Akrobatik. Hinter der Bühne bereitet sich das Artistenpaar Avital und Jochen Pöschko auf seinen Auftritt vor. Mit Stretchübungen, die bei Normalsterblichen zu schweren Verletzungen führen würden. Für Gedanken über den bevorstehenden Umzug ist jetzt kein Platz. Avital und Jochens Nummer am Flugtrapez ist einer der Höhepunkte des Programms. Eine Darbietung, die höchste Konzentration und Präzision erfordert. Das Paar schwebt in 10 Metern Höhe. Ohne Netz. Hinter der Manege wartet Zeltmeister Michele Rossi schon mit seinem Abbautrupp auf das Ende der Vorstellung. Die meisten der Männer sind Leiharbeiter. Die Artisten sind sie alles raus, muss warten noch 10 Minuten, die ganze Publikum ist raus und dann wir anfangen zu spielen. We are ready. Der letzte Vorhang ist gefallen. Die Massen strömen nach draußen. Fast eine Viertelstunde dauert es, bis das Zelt endlich leer ist. Okay, geh mal, komm, geh mal, dein. Sei dieser Rang, erste Mal, komm her, dein. Machst du so, eine rein, dann ein, zwei, drei. Ja, und die Stühle packen mit den Füßen oben. Manchmal hast du Leute, die kennen nichts des Zirkus, musst du alles lernen, weißt du? Aber es ist ein bisschen schwieriger, musst du in jeder Punkte musst du aufpassen. Sonst kommen eine Fehler und dann ist es schwieriger, für dein Linz zu bauen, die Zelte. Gepackt wird mit System. Sonst würde der Umzug schnell im Chaos enden. Okay, aufpassen. Das geht um Linie, Kolo. Ich sehe deine Linie hier, musst du so packen und nehme diese, komm hier dran, so bei der Linie. So. Machst du so ganz einfach hier und das kommt oben drauf so und ganz voll. 1, 2, 3, 4 Linie. Sandokan, mach mal die Helme. Helme, komm. Ja, manchmal ist es wie ein bisschen wie ein Kindergarten. Musst du immer aufpassen. Die haben keine Helme, keine. Die Schuhe sollen sicher. Muss immer aufpassen, wenn die Leute sonst kann passieren einen Unfall, weißt du? Okay. Akuma, wir noch quatschen. Tot Zeste. Langsam zieh raus hier, diese und da drin, in diese Akkolo. Tots. Innerhalb des Abbautrupps herrscht ein babylonisches Sprachgewirr. Deutsch, Spanisch, Italienisch und Englisch spielen allerdings nur eine Nebenrolle, weil die meisten Arbeiter aus Rumänien kommen. Deswegen hat Zeltmeister Michele Rossi auch schneller Rumänisch gelernt als Deutsch, obwohl er schon seit 7 Jahren in Deutschland lebt. Doch die wichtigsten Wörter kennen sowohl er als auch seine Männer. Weiter, weiter! Komm, Kollegen, weiter! Auch die Trapezartisten Avital und Jochen Pöschko verpacken routiniert ihr Arbeitsgerät für den Umzug. Das wird ein paar Stunden dauern. Und anschließend müssen sie noch ihren Wohnwagen packen, denn morgen früh ziehen auch sie schon um nach Linz. Bis spät abends arbeitet der Abbautrupp. Erst kurz nach Mitternacht ist Schicht. Der nächste Morgen in Ludwigsburg. Nur noch 4 Tage bis zur Premiere in Linz. Transportleiter Nico Bund und seine Mitarbeiter fahren die nostalgischen Zirkuswagen zum Güterbahnhof. Normalerweise haben wir nicht so die Probleme jetzt. Ludwigsburg ist natürlich für uns alle Neuland. Wir mussten auch erstmal die Strecken im Vorfeld
die Strecken im Vorfeld inspizieren, sage ich mal, und abfahren und gucken, wo können wir lang, wo dürfen wir nicht lang. Und ja, jetzt beim Abbau wissen wir natürlich schon, wo es lang geht. Etwas mehr als eine Viertelstunde dauert die Fahrt zum Containerbahnhof Kornwestheim. Hier verladen die Zirkusmitarbeiter die alten und wertvollen Anhänger auf Güterwagen. Das ist der Job von Verlademeister Gabriel Mircea. Der kann die historischen Fahrzeuge allerdings nicht auf die Güterwagen ziehen, sondern muss sie schieben, ohne jegliche Sicht nach vorne. Deswegen lenkt einer seiner Kollegen den Anhänger mit einer Handkarre. Ein weiterer Mitarbeiter gibt die Kommandos. Links, wo ist die Stange? Rechts. Ja, so, ganz genau so. Einmal pfeifen heißt stehen bleiben. Jetzt muss die Handkarre runter, bevor es auf die letzten Meter geht. Zweimal pfeifen bedeutet losfahren. Steht der Anhänger auf Position, wird er mit Stahlträgern gesichert. 700 Meter lang wird der Zug mit den Zirkuswagen am Ende sein. Auch im Artistencamp, das 5 Kilometer entfernt vom Spielort in Ludwigsburg liegt, herrscht Aufbruchsstimmung. Avital und Jochen Peschko packen ihren alten Wohnwagen. Die beiden haben sich auf einer Artistenschule in England kennengelernt und sind das erste Jahr auf Tour mit dem Zirkus Roncalli. Zusammen mit ihren beiden Kindern. Dafür haben sie sich extra dieses alte Schätzchen zugelegt. Wir wollten einen neuen Boden reinmachen. Da haben wir gemerkt, dass die Wände ganz schimmelig sind, weil die Fenster so schlecht sind. Dann mussten wir die ganzen Wände raus und neue Fenster rein. Und dann ist auch schon die Saison losgegangen. Deshalb sind sie auch immer noch am Renovieren. Das Material, das sie dafür brauchen, müssen sie von Vorstellungsort zu Vorstellungsort mitschleppen. Trotz Mehrfachbelastung, Auftritte, Training, Renovieren und ständig Umziehen genießt die Familie das Zirkusleben. Mit den Kindern am Tournee zu sein, ist super schön. Sie spielt mit den anderen Kindern ganz gern und ja, hat viel Spaß. Und wir können den ganzen Tag mit den Kindern bleiben. Ein bisschen mit Camping, aber mehr gemütlich. Ihren Wohnanhänger werden die Peschkos selbst nach Linz schleppen. Die anderen alten Wagen gehen jetzt Richtung Verladebahnhof. Linz, 2 Tage später, Regenwetter. Nur noch 60 Stunden bis zur Premiere. Betriebsleiter Patrick Philadelphia ist genervt, weil es beim Transport der Zirkuswagen über die Schiene Probleme mit der österreichischen Bahn gab. Ja, die haben gestern den Zug gestoppt, weil angeblich ein Waggon zu hoch war. Sieht so aus, als hätten die Österreicher anderes Bandmaß als wir Deutschen. Aber die haben den gestoppt. Aber mit Sondergenehmigung haben wir den dann wieder frei bekommen. Und dann war er dann gestern Nacht hier in Linz. Noch sind die Zirkuswagen vom Bahnhof nicht da. Patrick Philadelphia nutzt die Zeit, um die Wohnwagen der Mitarbeiter zu platzieren. Den Plan dazu hat er schon vor Wochen ausgearbeitet. Heute ist ganz, ganz wichtig, ein bisschen Zeitdruck haben wir da auch, dass die Wohnwagen relativ schnell platziert werden. Denn da muss wieder Strom angeschlossen werden, Wasser muss angeschlossen werden, damit die Leute heute natürlich auch alle wieder in ihren Wohnwagen schlafen können. Die Lkw-Fahrer bringen jetzt die ersten Wagen vom Güterbahnhof auf den Zirkusplatz. In den Packwagen sind auch die Bauteile für die Gradin, also die Sitztribüne. Für Michele Rossi ist die Verspätung nicht so tragisch. Denn der Zeltmeister hätte sowieso noch nicht mit dem Aufbau beginnen können. Zunächst muss der Kipper in der Mitte des Zeltes eine riesige Ladung Lehm abladen. Die Lehmboden, das wir brauchen für die Manege, sind ungefähr 11 Kubikmeter. Das kommt ganz drin bei der Manege. Und es ist gut, dass jetzt gekommen ist, sonst ich kann nichts bauen, die Gradine. Weißt du, ich muss gerade reinfahren mit dem LKW. Sonst, wenn ich baue die Gradine jetzt, das passt nichts mehr, die LKW da drin. Der Lehm muss unbedingt trocken bleiben, weil er sonst verklumpt und sich nicht mehr richtig verteilen lässt. Glück gehabt, die Lieferung kam gerade noch rechtzeitig vor einem dicken Regenschauer.
Der Aufbau der Tribüne mit 1500 Sitzplätzen ist eine zeitraubende und körperlich anstrengende Angelegenheit. Außerdem muss Michele Rossi darauf achten, dass jedes Bodenelement genau an der richtigen Stelle steht. Machst du 5 cm Fehler hier vorne, dabei 10 Meter dahinter, hast du schön 5 Meter und passt nichts mehr mit dem Manege, weißt du? Dann der spannende Moment. Hat der Zeltmeister im Vorfeld richtig gemessen? Oder steht nun doch der Stromkasten im Weg, den Michele schon beim Zeltaufstellen im Auge hatte? So, wir haben jetzt 3 Meter und passt genau durch hier. Guck mal, ganz Glück, ey. Das ist ein paar, vielleicht 3 oder 5 Zentimeter. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, ein bisschen Risiko, aber wir haben es geschafft, ja. Gott sei Dank, ja. Heute, wir haben Glück. In der Mitte des Zeltes montieren Arbeiter inzwischen die Licht- und die Tonanlage. Rund 200 Scheinwerfer mit einer Leistung von 230.000 Watt und Lautsprecher mit insgesamt 20.000 Watt. Fast 2 Kilometer Kabel sind dafür zu verlegen, auch in schwindelerregender Höhe. Der Job von Marc Zwart. Der 36-Jährige war früher fest bei Roncalli angestellt, arbeitet jetzt als Selbstständiger und wird vom Zirkus immer für den Ab- und Aufbau gebucht. Ganz wichtig, von den Kabeln soll man von unten so wenig wie möglich sehen. Später kommen hier noch Lounge und Sachen für Trapez und für den Ring. So muss ich sorgen, dass hier der Weg frei bleibt, dass sie immer alles gut befestigen können und dass die Kabel nicht eingequetscht werden. Die Arbeit in der Kuppel ist gefährlich. Die musst du immer gut festmachen, weil es sind 13 Meter und abstürzen will keiner. Und deswegen immer sichern. Deswegen sind auch nur 2 Leute im Zirkus, was hier hoch darfen. Weil es nicht so einfach hier rumzulaufen. Draußen installiert der Elektrotrupp die Stromversorgung für das gesamte Areal. Insgesamt 2000 Kilowattstunden braucht der Zirkus pro Tag. Im Winter fast das Doppelte. 5 Kilometer lang sind die Stromleitungen bis hin zu den Wohnwagen der Mitarbeiter. Als nächstes ist das Wasser- und Abwassersystem mit einer Länge von insgesamt 8 Kilometern an der Reihe. Die Schwierigkeit dabei, die Wohnwagen sind nicht alle von europäischen Herstellern. Die Modelle aus Übersee haben ganz andere Wasseranlagen. Weil das ist ein amerikanisches System und die halten nicht so viel Bar wie bei uns. Die haben drin Pumpen, was die ziehen, sagen wir so, das Wasser, ja. Und deswegen haben wir Druckminder. Besonders hoch ist der Wasserverbrauch im Toilettenwagen. Den hat Fuhrparkleiter Manfred Hase mit seinen Mitarbeitern selbst gebaut. Stolz ist er vor allem auf die Details, wie die eigens angefertigten Wandplatten mit Maledivenmotiv, farblich passenden LEDs und platzsparenden Heizplatten an der Decke. Das sind Waschbecken im Prinzip, wo man sich die Hände waschen kann. Da wir jetzt kein Wasser und keinen Strom haben, funktioniert das leider nicht. Ich habe hier Sensoren drin, dass das Wasser im Prinzip kommt, wenn ich die Hand drunter halte. Und gleichzeitig kann ich anschließend dann nachher die Hände trocknen hier drunter. Wodurch man sich den Platz für separate Handtuchtrockner spart. Neben der Damentoilette gibt es auch ein Behinderten-WC mit einem elektrischen Lift. So ein Luxussanitärwagen hat seinen Preis. 450.000 Euro. Im Zelt ist die Tribüne weitgehend fertig und der Aufbautrupp montiert den Manegenring. Zeltmeister Michele Rossi kann sich jetzt eine kleine Auszeit nehmen. More, come for a small pause. I want a little coffee. Papa arrivato, papa, eccolo qua. The vault of papa, eh? Micheles Frau Natalia aus der Ukraine ist Artistin. Macht wegen Sohn Michele Junior aber gerade eine Babypause. We meet here in Circus Roncalli. I was working here in 2012 and come here for a contract. Like this, we meet each other. Destiny. We start to go out, eat a pizza like this, play bowling like this. We start to like each other, and yeah. And after, you see what come out. This is a big love. Boom, boom, boom. Natalia Rossi steht vor einer schweren Entscheidung. In der nächsten Saison ist Michele Junior 2 Jahre alt.
Dann muss sie sich überlegen, ob sie wieder als Artistin arbeiten oder ein zweites Kind bekommen möchte. Nach einer Viertelstunde macht sich Michele Rossi Senior wieder an die Arbeit. Er muss verhindern, dass die Zuschauer bei der Premiere nasse Füße bekommen, wenn es wieder einen Platzregen gibt wie am Morgen. So, Professore, mach so ungefähr 10 cm und da reicht. Und dann aufpassen, wo steht die ganze Gulli, lass mal die Wasser da rein, sonst die Wasser bleibt unten, die Rundelle ist nichts gut. Ja, jetzt machen wir die Zement. Jubel auf hier so unten die Bock, zwischen die Bock und die Rundellstange. Aber hier, die wollten nichts, die Zement, die liegen direkt am Boden. So, die machen mit dieser Plastikfolie und dann legen wir die Zement oben drauf. Doch bei dieser Methode bleibt ein Restrisiko. Wenn es viel regnet, kann das Wasser unter der Folie durchlaufen. Die Wassersperre zu setzen ist eine tagfüllende Aufgabe für drei Mann. Sie müssen 55 Säcke Zementestrich verarbeiten. Das entspricht 2,2 Tonnen. Der nächste Morgen, 10 Uhr. Nur noch 34 Stunden bis zur Premiere. Patrick Philadelphia rangiert die letzten Verkaufswagen ins Vorzelt. Ich bin jetzt besonders vorsichtig, weil das natürlich die Arbeitsstätte meiner Frau ist. Das heißt, wenn ich da eine Beule reinfahre, dann habe ich heute einen kleinen Ehekrieg. Deswegen lieber ein bisschen langsamer und den Wagen hundertprozentig stellen. Der Souvenirwagen ist der letzte, den der Betriebsleiter zu platzieren hat. Im Gegensatz zu einem Materialwagen gibt es hier aber eine Besonderheit. Schauen wir natürlich auch erstmal, ob der Wagen gerade steht. Das ist auch ganz, ganz wichtig bei so alten Wagen, weil sonst gehen die Schubladen nicht mehr auf und zu. Deswegen muss der relativ gerade sein. Elisa Philadelphia hat bis vor 10 Jahren als Artistin gearbeitet. Während ihrer zweiten Schwangerschaft hat die damals 36-Jährige dann umgesattelt und leitet seitdem den Souvenirstand des Zirkus Roncalli. Der momentane Verkaufsschlager sind diese kleinen Plastikfiguren. Das Playmobil ist neu. In Deutschland ist sehr beliebt bei den Kindern. Ich hoffe, dass auch in Österreich die Kinder werden die sehr erfreut, das mitzunehmen. Und die Jonglierbälle verkaufen sich auch sehr gut bei den Kindern. Und ich mache auch mal mit. Die 11 Zirkuspferde dürfen jetzt vom LKW in das Stallzelt. Sie brauchen dringend Auslauf. Da das auf dem Veranstaltungsgelände nicht geht, muss die Manege so schnell wie möglich fertig werden. Mit einem Radlader verteilt Chefrequisiteur Peter Weber den Lehm, der tags zuvor angeliefert wurde. Er muss für die Artisten auf dem leicht abschüssigen Platz einen ebenen Manegenboden herstellen, der auch dem Schutz der Tiere dient. Der Lehm ist dafür gut, weil sonst die Pferde hier auf dem glatten Boden rutschen würden und in die Logen reinfliegen und sich die Knochen brechen. Damit die einfach weicher laufen, ist das eigentlich besser für die Pferde. Doch mit dem Verteilen des Lehms ist es noch nicht getan. Der ist ja sehr locker noch. Und jetzt nehme ich den Radlader, fahre den natürlich was platt, damit der was fest wird. Und dann kommt Sägemehl drauf und dann können die Pferde eigentlich schon rein. Beim Festfahren muss Peter Weber nicht nur darauf achten, dass er nirgendwo an die Bande stößt. Reifen dürften auch nicht durchdrehen, weil dann würde der ganze Lehm wieder aufgewühlt und ich würde hier umsonst fahren. Inzwischen steht auch der Küchenwagen. Er ist vermietet an einen Subunternehmer, den Italiener Francesco Folli. Heute gibt es unter anderem Schnitzel mit Kartoffelsalat. We also cook for the vegetarian. We make like spaghetti aglio olio, the Gemüse, Broccoli and some kind of Italian Gemüse, like Peperoni all together with Kartoffel. Heute kocht Francesco Folli nur für die Mitarbeiter, ab morgen dann auch für die Zirkusgäste. Doch egal, für wen er Essen zubereitet, der Koch hat seine Qualitätsansprüche. We just use fresh thing, like this Schnitzel. We try to don't use never frozen stuff. And also the Gemüse, everything from the season. What the earth give in this moment. Das Hauptzelt ist nun auch innen fast fertig. In der Manege ist schon das Sägemehl gestreut und die Pferde bekommen endlich ihren Auslauf. Ein Jahr lang hat Dresseur Karl Trunk gebraucht, um mit den Tieren die Zirkusnummer einzustudieren. Dabei hat er die natürlichen Vorlieben der einzelnen Pferde genutzt, von denen manche beispielsweise gerne steigen. Die Nummer muss noch ein paar Mal geübt werden. Es sind nur noch 24 Stunden bis zur Premiere.
Hinter dem Zelt stehen inzwischen auch alle Zirkusanhänger und Wohnwagen auf ihrem Platz. Für Betriebsleiter Patrick Philadelphia ist damit das heutige Tagwerk beendet. Hallo, Schatz. Fertig. Sein Privatwagen ist einer der größten. 18 Meter lang und seitlich ausgezogen bis zu 5,50 Meter breit. Wenn man sehr, sehr lange auf Reisen ist, so wie wir das sind, dann braucht man natürlich schon ein Zuhause, wo man sich auch wohlfühlt. Ein kleiner Campingwohnwagen, das funktioniert, wenn man alleine ist, vielleicht mit einer einzelnen Person. Aber wenn wir halt als Familie unterwegs sind, dann brauchen wir schon ein bisschen was Größeres. Und da ist natürlich alles drin. Kinderzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer, Wohnzimmer und auch natürlich die Küche. Und wenn man den ganzen Tag draußen ist, ist man eigentlich ganz froh, wenn man abends dann mal sich aufs Sofa legen kann. Die Tochter ist schon erwachsen und arbeitet als Artistin in Berlin. Sohn Justin geht auf die Grundschule. Ja, wir haben eine Privatlehrerin, wo sie jede Stadt hierher kommt und die macht die Pläne durch, was wir haben für die vierte Klasse. Doch momentan sind Ferien. Der nächste Morgen. Noch 10 Stunden bis zur Premiere. Großreine machen ist angesagt und die Vorbereitung auf den Ansturm von 1500 Zirkusbesuchern, die natürlich neben dem Eintrittsgeld auch noch ein paar Euros liegen lassen sollen für Verpflegung und Souvenirs. Auch die Artistenfamilie Pöschko hat sich mit ihrem alten Wagen inzwischen häuslich eingerichtet. Avital gefällt es hier in Linz noch besser als in Ludwigsburg. Was ist der Unterschied? Keine Matsch, die Donau. Und ja, wir sind alle zusammen. Das macht viel mehr Spaß. Und während sie in Ludwigsburg immer 10 Minuten vom Artistencamp zum Zirkusplatz hin und zurück fahren musste, erreicht sie das Zelt hier in einer halben Minute zu Fuß. Ihr Mann Jochen ist schon dabei, das Trapez zu montieren, an dem sie nachher wieder durch die Manege schwingen werden. Zeltmeister Michele Rossi dagegen hat den schlimmsten Stress hinter sich. Seine Männer müssen nur noch ein paar Stehtische vor den Eingang stellen. Manu, komm hier, zwei Leute, Sandokan, lass mir die Karre da und geht mit Johannes. Wir müssen schleppen die Tische raus. You have to take all the tables out now. Okay, wir sind fast fertig jetzt. Fast bei der Premiere, jetzt noch eine halbe Stunde. War ein bisschen schwierig, ja, war knapp, 2,5 Tage. Und speziell mit diesem Platz, mit dem ganzen Gewicht. Wir haben keine Anker, ich habe schon gesagt. Aber wir haben geschafft, ja. Okay, Jungs, Feierabend. Michele Rossi verabschiedet die Leiharbeiter, die beim Umzug geholfen haben und auch beim nächsten Standortwechsel nach Wien wieder dabei sein werden. Jungs, danke schön. Nach der Premiere, ich anfange mit meiner Arbeit. Ich anfange mit den Schlossern, ich habe ein paar Sachen zu reparieren. Ein paar Schlosser von den Wagen, die sind sie kaputt. Ein paar von den Requisiten, die sind sie auch kaputt gegangen. Und das ist mein zweiter Job. Auch Patrick Philadelphia tritt wieder seinen Zweitjob an, den des Sprechstallmeisters. Das ist erheblich weniger stressig als der Umzug in kürzester Zeit. Es fällt immer so eine Last von einem, wenn alles wieder in Ordnung ist und wenn die Premiere gelaufen ist. Deswegen macht man das eigentlich auch immer ganz gerne, weil man weiß, am heutigen Tag, wenn die Premiere gut gelaufen ist, dann hat man 5 Tage wirklich viel Stress hinter sich. Aber ich glaube, das wird sich heute auch wieder lohnen in Linz. Und damit hat er recht. Mehr als 100 Meter lang ist die Schlange der Zuschauer vor dem Eingang. Wieder mal ist die Vorstellung komplett ausverkauft. Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß. Roncalli auf Tour. Für das Publikum ein wahres Vergnügen. Für die Mitarbeiter ein Knochenjob unter Zeitdruck.